Hallo ihr treuen Staatsdiener und wieder mal willkommen zur nächsten Episode von Beholder, A Blissful Sleep. Wir müssen jetzt noch mit Manischeks Frau dringend reden. Ich habe mir nämlich gerade nochmal hier gelesen, dass ich tatsächlich nur mit der Frau nochmal reden muss. Und nicht mit dem Mann, sondern mit beiden wirklich. Und genau das hat beim letzten Mal noch gefehlt, damit wir endlich die benötigte DNA bekommen und möglicherweise die Tochter retten können von den Manischeks. Möglicherweise. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das zeitlich wirklich schaffen, aber zumindest wäre das löblich. Hallo, den Gruß erwidern, bla 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 bla, ich habe gar keine Lust mit dir darüber zu reden, wir haben wichtigere Themen. Von Slate erzählen. Luisa, ich muss Ihnen etwas erzählen, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Nun ja, Slate ist Ihre Tochter. Was? Machen Sie Witze, Hector? Wie ist das möglich? Mir wurde gesagt, dass sie gestorben sei. Sind Sie noch bei Sinn? Das ist unmöglich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich habe es doppelt überprüft. Sie ist definitiv Ihre Tochter. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht. Jemand hat einen Fehler begangen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass Sie sie retten können. Wie ist sie bei den Schimmers gelandet? Sie war für die Schwangerschaftshilfe in Valverde. Ich glaube, das haben Sie vorgeschoben, damit niemand fragt, ob Sie Slater adoptiert haben. Also ist Slater meine Tochter? Sind Sie sicher? Absolut. Ich verstehe das immer noch nicht, aber ich will helfen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie befindet sich in einem schlechten Zustand und benötigt eine Knochenmarkspende. Sie brauchen nichts mehr sagen, Hector. Ich werde spenden. Vielen Dank. Ich werde meinem Mann alles erzählen. Er wird aus dem Häuschen sein. Oh mein Gott, am Ende passiert ihr jetzt etwas. Oh Gott, wäre das schlimm. Dann werde ich aber umgebracht von dem Kerl. Das garantiere ich euch. Medizinischen, akademischen Konferenz, immer noch dasselbe, hoffe ich jetzt. Ich will mir hier nicht gerade alles durchlesen, weil das so viel Text ist. Und ich werde hier gleich noch wahnsinnig, wenn ich hier alles wirklich lese. Aber ein Großteil, zumindest von den normalen Texten, will ich auffassen. Und vieles davon werden wir höchstwahrscheinlich nochmal sehen, weil ich nicht glaube, dass ich alles in einem Let's Play komplett durchnehme. Und eher noch eine Runde spielen muss, damit ich auch wirklich einmal alles hinbekomme. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Oh, er hat hier die Maus abgenommen. Oh, sie ist so süß. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen gestohlenes Material heranschaffen. Da das richtig viel Geld gibt. Wobei, dann kriege ich am Ende wieder Anschluss vom Staat, ne? Oh Gott. Oh, wie glücklich die Katze hier irgendwie ist. Oh, wie sie gerade einen Buckel macht. Okay, Murray Gibbs möchte auch etwas von mir kennenlernen. Hallo, mein Name ist Hector... Moment. Ah, jetzt bin ich schon wieder auf der rechten Seite. Ich bin der Verwalter dieses Wohnhauses. Momentan jedenfalls noch. Guten Tag, Kamerad Hector. Murray Gibbs, Hauptfeldwebel, Infanterie, Regiment 10. Erstatte Bericht. Aufgrund des Verlusts einer Extremität an der Südfront wurde ich mit Ehren vom Dienst entlassen. Ich wurde zeitweise hierher verlegt. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hauptfeldwebel Gibbs. Ja, toll. Was passiert ist? Murray, Sie sehen müde aus. Was ist los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war mein ganzes Leben lang Soldat und ich kenne nichts anderes. Als ich entlassen wurde, tat mir das mehr weh, als mein Bein zu verlieren. Das Einzige, was mir in dieser Welt einen Sinn gab, war meine Arbeit in der Feldküche. Ey, das war der einzige Ort, an dem ich noch lebendig mich gefühlt habe. Ich konnte mit meinen Kameraden reden und ihre Geschichten anhören. Was ist mit Ihnen passiert? Ich habe gerade herausgefunden, dass ich kein Apartment und keine Rente bekomme. Nach Johnsons Ankunft werden sie mich abschreiben und mir mein Arbeitserlaubnis wegnehmen. Ich wurde betrogen. Ich verstehe das nicht. Warum haben sie mich rausgeworfen? Im Krieg war das anders. Da ging es ums Töten oder um getötet werden. Um die Kameraden waren die eigene Familie. Ich habe hier niemanden. Auf dem Schlachtfeld fuhr ich einen Panzer. Sie vertrauten mir Geräte im Wert von mehreren Millionen Dollar an. Also zwischen den Mahlzeiten natürlich. Kann ich helfen, Arbeit für Sie zu finden? Ich glaube kaum, dass das etwas für einen alten Veteran finden würden, aber tun Sie, was Sie nicht lassen können, Hector. Gut, dann suchen wir mal eine Arbeit für ihn. Fundbüro verkauft Gegenstände, die innerhalb von 5 Jahren niemand abgeholt hat. Im Bestand sind unter anderem 57 schwarze Regenschirme und 16 Tüten mit verdorbenem Essen enthalten. Weitere Infos gibt's im Lagerhaus 8. Toll. Die Theatertruppe Buckelpiste kommt in die Stadt, um das beliebte Stück Fluch der Obsee aufzuführen. Die Truppe wird die Rolle des Piraten mit einem ortsansässigen Bürger besetzen. Derzeit läuft das Casting. Die vierteljährliche Preisverleihung für Arbeit und Verteidigung wurde beendet. Das Ministerium hat 1783 Dankeszertifikate und 6 Gutscheine für Urlaubszentren ausgestellt. Wow. Nicht schlecht. Du bist immer noch dabei. Ach, hast du endlich eine Maus rangeschleppt, kleines Katzi? Hast du noch eine Maus für mich? Vorhin hattest du ja noch eine, deswegen bräuchte ich jetzt halt noch eine, aber irgendwie bringst du mir gerade keine. Böse Katze. So, hier haben wir möglicherweise auch wieder neue Sachen. Das heißt, ich muss mal anklopfen. Oh, du stehst im Weg. So komme ich nicht zu deiner Frau. Könntest du mal raus oder reingehen?
Aber nicht mittendrin stehen. Meine Güte. Ist schon wieder irgendwas illegal geworden. Also hier oben ist noch Fruchtsaft. Der eine spielt das. Genau, Druckmaterial mit Nacktheit ist auch verboten. Gut, das alles zu wissen. So, klopfen wir mal an und hoffen wir, dass die Frau rauskommt. Ansonsten klopfe ich gleich zweimal an. Ja, tatsächlich, die Frau kommt, die mir die Quest vorhin geben wollte. Au, 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 Katze schnell füttern, damit sie mir eine Maus holt. Komm schon, hier Dosenfutter geben. So, wir füttern dich jetzt hier mit Dosenfutter. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht überfüttert, weil ich die andere Quest gemacht habe. Irgendwie sowas könnte ich mir in dem Spiel echt vorstellen. Das wäre so schlimm. Nach Jakobs Reaktion fragen. Luisa, was hat Jakob gesagt? Werden Sie für Zlata spenden? Ich bin verzweifelt, Hector. Zuerst war Jakob ganz aus dem Häuschen, aber als er herausfand, dass er einer von uns spenden muss, wurde er wütend. Er sagte, dass er mir verbieten würde zu spenden, weil die Ärzte Zlata mich ins Grab bringen würden. Er hat die ganze Nacht versucht, es mir auszureden und von den schrecklichen Zuständen in den Hospitälern zu erzählen. Er möchte, dass wir helfen, aber nicht, dass wir unser Leben dafür riskieren. Er liebt mich und hat Angst, mich zu verlieren. Um meine eigene Gesundheit ist es schlecht bestellt und wir müssen auch an Markus denken. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht gegen seinen Willen stellen. Oh mein Gott, kann man ihn nicht irgendwie überzeugen? Sie ist seine Tochter. Ich konnte ihn nicht überzeugen. Wir müssen einen anderen Ausweg finden, auch wenn er illegal ist. Was meinen Sie? Was wäre, wenn mein Mann ein paar Tage weg müsste? Bei seiner Arbeit ist er in der Chemiefabrik reiste er oft. Professoren machen nicht allzu viele Geschäftsreisen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hector. Ich möchte meiner Tochter helfen, aber das geht nicht, solange Jakob hier ist. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt er nicht mehr davon ab. Okay, da muss ich mir jetzt echt was einfallen, wie ich ihn loswerde. Gut zu wissen. Zukunftsschutz, Durchbruch gemacht, Patriotismusgrad eines Menschen einer Zusammensetzung des Blutes und der DNS bestimmen. Was? Ja. Wurzel der Staatsfeind auf genetischer Ebene sprichwörtlich ausreißen. Schon bald werden pflichtgemäße Blutsammelstationen in den Straßen eingerichtet. Der Test ist verpflichtend. Ach du Scheiße, das ist ja krank. Aber ich habe die DNA von den Leuten hier nicht abgegeben. Also vielleicht haben wir da tatsächlich Glück. Jakob Manischek eine Weile das Haus verlässt. Mir fällt gerade aber nicht mal was ein, wie er das Haus verlassen könnte, ehrlich gesagt. Hat Katze jetzt endlich eine Maus? Ah, da oben fängt sie gerade eine. Okay, er arbeitet im Chemielabor. Vielleicht könnte ich da mal anrufen. Vielleicht haben wir ja irgendwie eine Station, wo wir mal anrufen können oder sowas. Die Nummer wählen, die Ministerverordnung anrufen, mündliche Berichte über Jakob Manischek erstatten. Das wäre vielleicht echt eine Idee, vielleicht kriegen wir ihn so los. Hier spricht, wir wissen, wer Sie sind, Hector. Was ist los? Ich glaube, dass einer meiner Mieter seinen Job benutzt, um etwas Illegales zu tun. Warum haben Sie nicht die Polizei angerufen? Ich habe keine Beweise, nur Gerüchte. Können Sie eine Inspektion veranlassen? Wir können alles, was wir wollen, Hector. Wie lautet der Name des Verdächtigen? Jakob Manischek. Wir schätzen Ihre Wachsamkeit sehr, Hausmeister 4598. Wir werden jemanden schicken, der sich mit der Situation annimmt. Unsere Ersatzermittler werden sich um Herrn Manischek kümmern. Okay, ob das jetzt richtig war mit dem Staat, die sollen ihn jetzt nicht umbringen oder sowas. Die sollten nur mal kurz schauen, was da falsch ist und ihn vielleicht mal kurz für ein, zwei Tage festhalten. Oh Gott, das war vielleicht eine falsche Idee. Aber wenigstens kann so die Frau für das Kind spenden. Oh Gott, das ist grausam. Oh, der Kleine hat Angst. Oh, nevermind, er salutiert. Not bad. So, der wird jetzt mal kurz mitgenommen. Wow, der Kleine ist aber echt schon sehr staatstreu. So, du bringst jetzt endlich die letzte finale Maus zurück, hoffe ich. Los, Katzi, tu was für dein Geld. Okay, Katzi. Hiermit bekommst du ein wenig dein Mausi abgezogen und die geben wir jetzt halt unserem anderen Kollegen. Und zwar Nahan von Megaren. Mäuse übergeben. Ich habe ihnen Mäuse besorgt. Hier geht's zu ihrem etwas Großem. Kommt ja, meine Süßen, so fett, so süß. Ich möchte ihnen und ihre geliebten Domski meine unendliche Dankbarkeit aussprechen. Wenn Sie diese Mäuse haben, bringen Sie zu mir und ich zahle Ihnen 250 pro Stück. Ui, das ist gut zu wissen. Dadurch können wir jetzt halt nämlich ohne Probleme das ganze Essen dafür holen. So, schauen wir mal, was sie jetzt sagt. Sie ist wahrscheinlich wütend auf uns, oder? Erfahren, was passiert ist. Luisa, möchten Sie reden? Hector, Jakob wurde festgenommen und ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass Sie ihn wieder freilassen, weil er an der Schule für das Kind, für die Kinder der Ministerien... Oh, verdammte Scheiße nochmal. Weil er an der Schule für die Kinder der Minister arbeitet. Luisa, das ist ja schrecklich.
Aber es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Slater zu retten. Gehen Sie ins Hospital und melden Sie sich als Spender. Oh, Sie haben recht. Sagen Sie meinem Mann, dass ich es für unsere Kinder tue. Oh Gott, bitte stirb nicht, sonst hätte ich echt ein schlechtes Gewissen dabei. Luisa möchte, dass ich um Markus kümmere, während sie im Hospital ist. Alles klar, Markus, ich kümmere mich um dich. Brauchst du irgendwas, Markus? Ich rede mal kurz mit Markus. Stimmt, das Kind ist ja jetzt dann alleine, ne? Achso, es ist gerade erst nochmal irgendeine kleine Sequenz. Wahrscheinlich packt sie ihr Zeug für die... Eieiei. So, Moment, ich könnte auch dabei einfach mal oben bei unserem General hier kurz einbrechen. Stimmt, für den brauchen wir auch noch einen Job, aber der wurde ja von seinem Vaterland ein bisschen betrogen. Aber naja, schauen wir mal, was der alles Interessantes hat. Nichts Interessantes hier. Was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht irgendwas? Ausländisches Geld. Oh, das könnte illegal werden. Da müssen Sie aufpassen. So, um dich kümmern wir uns gleich, Markus. Ey, Markus wird einfach komplett alleine gelassen. Das ist schon hart. Ein Buch, aber das ist ja okay. Ich meine, er kocht ja auch gerne. Dass wir ihm hier keinen Job anbieten können, wobei wir hätten kein Geld dafür, ne? Geldbörse, was haben wir noch? Hier haben wir noch 3 Sachen, die wir plündern können. Beziehungsweise durchsuchen, es ist ja noch nicht plündern. Wir versuchen ja erstmal nur Infos zu machen. So, was haben wir hier? Nichts Spannendes und ein letztes Ding, das wir plündern können, haben wir noch. Plünderino und wir haben hier nichts, das bedeutet, wir schauen mal zu Markus. So, Markus, wie geht's dir denn? So. Hallo, hallo! Über Feuerwerk reden. Hat dir das Feuerwerk gefallen? Ja, leider hat das Dach kein Feuer gefangen. Dann wäre die Feuerwehr gekommen. Okay. Hi Markus, wie geht es dir? Hi Hector, mir geht es gut. Guter Junge, hast du in letzter Zeit irgendwas Verdächtiges gesehen? Was zum Beispiel? Feindliche Spione oder Verbrecher oder Außerirdische? Außerirdische? Das ist Science Fiction und Science Fiction ist verboten. Du bist ein schlauer Junge. Bleib wachsam, Kleiner. Ich bin wachsamer als alle anderen. Über das Nachbarsmädchen reden. Kennst du Zlata aus Apartment 1? Ja, die ist toll. Wir haben neulich Ball miteinander gespielt. Sie hatte Spaß. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir mögen sogar die gleichen Sachen. Wir beide wollten einen Sandkasten. Könntest du das irgendwie hinbekommen? Nein, tut mir leid. Was möchtest du denn? Was möchtest du? Ich habe eine tolle Idee. Lass uns einen Sandkasten bauen. Sandkästen sind cool und alle können darin spielen, wann immer sie wollen. Ich könnte ewig in einem Sandkasten spielen. Sandkästen sind das Beste. Markus, leider wäre es fast unmöglich, einen Sandkasten zu bauen. All der Sand, den wir abbauen und für die Konstruktion neuer Wohnhäuser genutzt. Ich bezweifle, dass ich irgendwie welchen herbekomme. Aber jeder bräuchte einen Sandkasten. Kinder, Erwachsene, alle. Selbst eine Katze würde ihn lieben. Ja, sorry, ist leider nicht drin, aber zum Glück brauchst du gerade nichts Dringendes. Das ist ja schon mal gut, dass wir wissen, dass es dir wenigstens gut geht. So, ich bringe jetzt hier unten die Kameras an, damit ich sofort weiß, wenn jemand hier unten ist. Und das mir dann um einiges das einfacher macht, die Leute dann auszuspionieren. So, jetzt will der Kleine aber was, damit habe ich jetzt gerechnet. Darum kümmern wir uns jetzt aber auch gleich. Moment, Rosa Ranek hat doch das letzte Mal in der Küche gearbeitet. Vielleicht hat die einen Job für unseren Dingens. Da muss ich jetzt gleich mal nachfragen. Boah, gut, dass ich mich noch an den ersten Teil erinnere, oder? Fragen, was passiert ist. Markus, was passiert? Onkel Hector, ich habe Hunger. Hast du etwas zu essen? Mal sehen. Okay, Markus hat Hunger. Finde für ein Sandwich für ihn. Rosa Ranek kann doch sicher auch ein Sandwich zubereiten, oder? Gruß erwidern, bla 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 bla. Ja, interessiert mich nicht, was du laberst. Patriotismus. So, wir könnten jetzt erstmal... Ah, verdammt. Ich habe jetzt halt echt erwartet, dass ich mit ihr über das Sinnvolle reden kann. Verdammt. Ha, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlecht, aber... Über die Geliebte sprechen. Wer ist diese Frau, die sie besucht? Sie haben sie gesehen? Natürlich haben sie das. Wer könnte schon so eine Göttin wie sie ist übersehen? Sie ist mein wundervolles Modell. Jane Earn, diese bezaubernde Frau, hat mir mein Herz gestohlen, Hector. Moment, das ist ja der Franzose. Oh mein Gott, ich mach die Stimmen nicht nach. Schande über mich. All meine Gedanken drehen sich um sie. Sie hat mir zwar noch nicht geöffnet, aber jedes Indernis macht meine Liebe umso stärker. Tolle Info. Hast du noch sonst noch irgendwas Sinnvolles? Nö, leider nicht. Okay, wir haben den da oben durchsucht. Die sind alle glücklich. Katzi, hast du schon wieder ein bisschen Essen für mich rangebracht? Und gehen diese Arcs von den Leuten hier jetzt halt auch irgendwann mal zu Ende? Irgendwie
Vielleicht muss ich wirklich dann nochmal beim nächsten Durchspielen dann andere Leute einladen. Vielleicht wäre das die Idee. So. Schauen wir mal weiter. Was mache ich denn als nächstes? Ich brauche noch einen Job für den einen Kerl, aber ich weiß nicht, woher ich den Job bekommen könnte. Oh, er raubt. Wow, über dich habe ich aber viele Infos. Die werde ich gleich mal abgeben, um ein bisschen Geld bekommen. Arbeit fragen. Ich erwarte auf ein offizielles Dokument von der neuen Position. Wissen Sie wo? Nein, aber ich bin ein Spezialist und glaube kaum, dass es ein Problem geben wird. Das Ministerium für Zuweisung hat gesagt, dass ich gut Geld zählen kann, weil ich gelernter Volkswirt bin. Vielleicht haben Sie einen Platz im Schatzamt. Oh, kannst du irgendwie die Daten vielleicht klauen? Das wäre echt... Oh Mann, ich muss ja noch irgendwie mich darum kümmern, dass ich nicht sterbe. Ich bin mir nicht sicher, wer mir da helfen könnte. Vielleicht wirklich, wenn er dann seinen neuen Platz im Archivaramt bekommt. Nee, da möchte ich nicht anrufen. So, dann schreibe ich jetzt wirklich mal einen Artikel über die Frau von Ranek. So, nee, Moment. Über wen war das nochmal? Über dich habe ich schon. Über dich weiß ich auch nicht so viel. Ich will irgendjemanden, über den ich viel weiß. Genau, über Murray Gibbs. Murray Gibbs, willkommen, er war hier, da haben wir Infos, da haben wir Infos, da haben wir Infos, boah, 875, ist gar nicht mal schlecht. Militärkoch, Familienstand, wohnt allein, männlich und wohnt in Wohnung Nummer 6 und das Telefon klingelt. Senden, so. Ab ans Telefon, oh mein Gott, alle haben wieder Quests für mich. Hörer abnehmen, privaten Anruf entgegennehmen. Hallo? Hector? Hier spricht Luisa. Ich bin im Hospital und bereite mich auf die Operation vor. Hallo Luisa. Geht es Ihnen gut? Sie hören sich verängstigt an. Ich habe auch Angst. Mir wurde gesagt, die Operation sei ziemlich kompliziert und dass mir nur eine kleine Chance auf Erfolg bestünde. Ein berühmter Chirurg, Alois Schwack, ist gerade hier und hält eine Vorlesung. Wenn er die Operation durchführt, werden wir überleben. Aber kostenlos macht ihr das nicht. Ich habe mich umgehört. Für eine Operation nimmt er 15.000 Dollar. Was für ein abscheulich hoher Betrag. Können Sie mir noch einmal helfen? Ich habe sonst niemanden, den ich mich wenden kann. Ich werde Ihnen alles zurückzahlen, sobald ich kann. Versprochen. Wow, das ist aber nicht gerade eine kleine Summe, Luisana. Ich kann nichts versprechen, aber ich schaue, was ich tun kann. Ich habe zum Glück das Geld, deshalb würde ich das auch wirklich zahlen. Oh mein Gott. Stimmt, der braucht doch dringend noch ein Sandwich, der Kleine. Oh Gott. So, wir rufen jetzt sie an, verbinden. Hallo, wer ist da? Hector, bitte sagen Sie, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Ich flehe Sie an. Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Ich muss ihr das Geld geben, weil ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn die jetzt stirbt. Ai, ai, ai. Ich werde das Geld auf das Konto des Hospitals überweisen, Luisa. Bleiben Sie optimistisch. Boah, ist das teuer. Jetzt bin ich fast pleite. Aber woher kriege ich jetzt ein Sandwich für ihn? Oh. Wer kann denn ein Sandwich dafür machen? Die Katze werde ich nochmal mit Dosenfutter füttern. Ich meine, im Endeffekt, das ist eine Investition in die Zukunft mit Dosenfutter. Hast du vielleicht ein Sandwich? Hey, Opi, gib mir mal ein Sandwich. Ich will jetzt nicht extra ein Sandwich klauen müssen. Über Euthanasie reden. Haben Sie vom Schlaf der Glückseligkeit gehört? Was für ein kranker Vorgang. Welch eine unmenschliche Lösung für die Herausforderung des hohen Alters. Senioren sollten niemals an Experimenten teilnehmen. Okay, du bist mir auch nicht so sympathisch. Denken Sie doch nur an die Ressourcen, die verschwendet werden. Oder die Entdeckungen, die wir machen könnten. Stellen Sie sich nur all die Tränke, die Sie testen könnten, vor. Psycho, Psycho. Okay, das ist echt creepy, mit so jemandem im Haus zu leben. So, die ganzen Dinger hier abgegeben. Aber ich brauche jetzt immer noch unbedingt ein Sandwich. Oh, das macht mich echt fertig hier ohne Sandwich. So, Georg de la Tour, was wollen Sie? Welch Zufall, Sie hier zu treffen. Was möchten Sie denn? Wie ein wildes Tier kann ich meine aufgewühlten Gedanken über das erbärmliche Schicksal, welchen wir alle teilnehmen, nicht sammeln. Können Sie mir nicht mal in normalen Worten von Ihrem Problem erzählen? Wie sind Sie, was unerwiderte Liebe ist, Hector? Ich weiß, wie es ist, eine geliebte Frau zu verlieren, Georg. Ich glaube, das reicht mehr als aus, um Sie zu verstehen. Jan liebt mich nicht und ich will mehr als alles andere auf der Welt, dass sie sich so leidenschaftlich liebt, wie ich sie. Ich werde von nichts alt machen, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar meinen Liebestrank ausprobieren würde. Oh, wir haben zum Glück eine Person, die ganz glücklich ist mit Tränken. Wenn so ein Trank wirken würde, wäre das dann nicht eine Täuschung? Würden Sie sich ihr Gewissen nicht erdrücken? Finden Sie eine Möglichkeit, dass Gianni sich in mich verliebt, Hector. Für Ihre Liebe würde ich alles aufgeben. Meine Ehre, meine Seele, ja sogar meinen Verstand. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann, aber man weiß ja nie. Ich werde mich umhören.
Danke. Und damit endet auch die heutige Folge von Beholder wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, sehe ich euch hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Würde mich auf alle Fälle freuen. Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Danke an euch und tschüss.